Ich werde deshalb die grüne Religion nicht verunglimpfen, aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sprechen wir doch einmal über die grünen Ayatollahs. Warum formuliere ich das so? Wie ich bereits einige Mal in Talks angetönt habe, ist die grüne Richtung, die grüne Theorie beziehungsweise die Klimawandelstheorie oder die Klimawandels Darstellung zu einer Religion geworden. Bei großen Klimademonstrationen wird mit Gebet abgeschlossen. Die Demonstranten halten ein Gebet ab an die Klimagottheit oder wen auch immer. Und das ist hochinteressant, diese Entwicklung, die immer weiter in Richtung Religion geht. Ist euch aufgefallen, dass Dogmata der Klimareligion zu religiösen Dogmata werden, zu religiösen Dogmen werden? Ich weiß nie, was die richtige Mehrzahl ist. Auf jeden Fall, man kann nicht diskutieren aufgrund von wissenschaftlichen Wahrheiten. Das ist auch nicht die Aufgabe einer Religion. Eine Religion hat ihre Dogmata. Eine Religion hat ihre Glaubenssätze, eine Religion hat ihre Propheten, Ayatollahs, Priester, Sektenführer und so weiter. Aber eben Diskussion über die Wahrheit der Religion, das gibt es in praktisch keiner Religion. Und deshalb sage ich, dass diese Klimatheorie mittlerweile zu einer Religion geworden ist. Man spricht nicht mehr über wissenschaftliche Fakten, man spricht einfach nur noch über Dogmata, man spricht über möglichst entsetzliche Prognosen. Wer die entsetzlichsten Prognosen als Prophet prophezeit, wer darstellt, wie man gegen den Teufel des Klimawandels ankämpfen kann und dabei den Untergang der Welt darstellt, der wird überall angehimmelt, der wird in allen Zeitungen Gehör finden, in allen Medien, der wird natürlich auch die akademischen Würden überall erhalten, wird in alle Klimaräte und Ähnliches hineinkommen. Das sind sozusagen die Konzile des Klimas. Und es geht alles in Richtung Religion. Es ist auch so, dass um diesen Klimawandel zu bekämpfen, muss natürlich der Bürger oder Einwohner leiden. Er muss natürlich sich selbst kasteien. Er muss Verzicht leisten auf alles, nur dann kann der Teufel des Klimawandels beschwichtigt werden. Das ist ein ganz typischer religiöser Zug. Das kann auch extreme Formen annehmen. Wenn etwas wirklich Negatives, zum Beispiel in Europa, passierte, denken wir etwa an die Pest, dann kam ein ganzer Schub von Hexenverbrennungen. Die Hexen haben das herbeigeführt, diese Frauen müssen verbrannt werden und es gab ausgefeilteste prozessuale Systeme, hochwissenschaftlich natürlich. Die besten Juristen waren Juristen und Richter und Ankläger in den Hexenprozessen. Also es war nicht einfach nur primitiv oder irgend so etwas. Schaut euch mal den Hexenhammer an, quasi das prozessuale Handbuch, wie mit Hexen umzugehen ist, die genauen Regeln, was als Folter anzuwenden ist und so weiter, bis die Hexe schließlich den Flammentod stirbt und erlöst wird.
so wie wir alle Einwohner und Bürger betreffend Klimawandel natürlich nur erlöst werden, wenn wir uns entsprechend kasteien, wenn wir die Wirtschaft kaputt machen, wenn wir nicht mehr von der Wirtschaft leben können, ist ja egal. Hauptsache, man tut den Göttern des Klimawandels Genüge. Diese Unverrückbarkeit der Glaubenssätze ist etwas, was wir sonst nur von Religionen oder von ganz extremen politischen Strömungen kennen. Sicher im Marxismus gab es solche Strömungen, im Nationalsozialismus, in anderen ganz extremen Strömungen. Das ist, es gibt nichts mehr zu diskutieren, was der Staatschef, was der Parteisekretär sagt, was der ETH-Professor im Klimawandel sagt, unanfechtbar, völlig unangreifbar. Das Problem ist, wir hatten bis jetzt einen laizistischen Staat in der Schweiz. Und das ist etwas, was ich sehr befürworte. Ich sage ohne weiteres, ich bin gläubiger Protestant. Man muss in einer Religion nicht Gott beweisen. Man muss auch nicht den Teufel beweisen. Man muss Glaubenssätze nicht in dem Sinn beweisen, aber das gehört zur Religion. Ich bin sehr dafür, und das haben wir in der Schweiz auch so gehalten, dass Religion und Staat getrennt werden. Der Staat soll nach liberalen, rechtsstaatlichen Gesichtspunkten geführt werden, soll auch Zweifler zulassen. Der Staat soll auch in diesem Zusammenspiel von verschiedenen Meinungen etwas für den Bürger und Einwohner tun und nicht nur nach religiösen Gesichtspunkten. Ich bin für den laizistischen Staat. Es gibt sicher Staaten mit religiöser Betonung, die nicht deswegen zum totalen Unrechtsstaat werden, also etwa Israel hat eine religiöse Betonung, aber es ist nicht so, dass jemand, der nicht Jude ist, in Israel kaputt gemacht wird. In Iran ist der Gottesstaat der Islamisten, da sieht es wieder anders aus. In Iran ist die Meinungsfreiheit und alles wesentlich mehr eingeschränkt. Und wenn wir es uns nun in der Schweiz ansehen, mit der Klimaallianz, mit der Extinction Rebellion und allem, kann man mit einem Extinction Rebellion-Adepten, einem Jünger, über die Wahrheit der Klimasätze diskutieren? Habt ihr es mal probiert? Ich rate euch, probiert's. Ihr werdet sehen, ihr rennt gegen eine Mauer. Es geht nicht, es ist eine Religion geworden. Ich habe nichts gegen Religionen. Und die Religion verdient auch ihren Schutz. In der Schweiz haben wir eine strafrechtliche Vorschrift, die es verbietet, Religionen zu verunglimpfen. Ich werde deshalb die grüne Religion nicht verunglimpfen. Aber es ist klar, man kann hier nicht mit wissenschaftlichen Kategorien arbeiten. Aber pseudowissenschaftlich taucht jede Menge auf. Ihr habt wahrscheinlich vor kurzem einmal gesehen, dass in den schweizerischen Medien seitengroß publiziert wurde, eine ganz große schweizerische Klimawissenschaftlerin hat herausgefunden, dass wir bereits 2023 Hunderte von Klimatoten hatten, von Klimawandelstoten. Nun muss man vielleicht etwas zurückgreifen auf die gesamte Klimawandelsgrundlage. Da geht es darum, dass man vermeiden will, dass das Weltklima, soweit der Mensch darauf Einfluss genommen hat, um mehr als 1,5 Grad in 200 Jahren steigt.
wärmer wird, möglichst unter 2 Grad in 200 Jahren. Und nun kommt jemand und sagt, wir hatten dieses Jahr doch schon Hunderte von Klimatoten. Nun, sie meint damit, diese Wissenschaftlerin, ich setze das in Anführungszeichen für mich, hochdekorierte Professorin natürlich mittlerweile, die Propheten des Klimawandels werden immer hoch dotiert. Also, sie sagt, das ist natürlich so, die Hitzetoten sind Klimawandelstote. Das Problem ist, dass es die Hitzetoten tatsächlich gibt. Jemand mit schwachem Herz, jemand in hohem Alter kann auch in hoher Sommerhitze sterben, vor allem wenn sich jemand draußen dann übermäßig bewegt oder einfach überhitzt. Das gibt es natürlich, aber das gibt es seit 100 Jahren, seit 200 Jahren. Da haben diese 1 bis 2 Grad nicht einen Knackpunkt bewirkt, dass jetzt das Ganze kippt und sämtliche älteren Mitbürger und Miteinwohner sterben im nächsten Jahr am Klimawandel. Aber natürlich, diese Prophezeiungen, das ist hochmodisch. Also in der Politik ist Mode, Klimaprophezeiungen, wenn ihr den Teufel des Klimawandels nicht austreibt, auch durch Selbstkasteiung, auch durch Verzicht auf Wohlstand, auch durch Verzicht auf alles, was ihr jetzt habt, zieht ein Büßerhemd an und zieht der Klimagottheit entgegen. Wenn ihr das nicht macht, dann schlägt der Teufel des Klimawandels zu. Man nennt das Klimaknackpunkte. Ich glaube, man nennt es so. Die, bei denen das Klima plötzlich unwiderruflich umstürzen wird. Nochmal, es geht beim Klimawandel um 2 Grad in 200 Jahren. Sicher, man soll sich damit auch befassen. Aber es ist die Klimareligion, die das dann zum entsetzlichen Gespenst machte, quasi zum Teufel, der die Menschheit vernichtete. Und jetzt müssen wir alles tun, um das aufzuhalten. Wie gesagt, zieht euer Büßerhemd an, verbraucht keinerlei fossile Energie mehr, verzichtet auf euren Wohlstand, verzichtet auf Ausbildung eurer Kinder und alles, denn das ist nur mit einem gewissen Wohlstand möglich. Verzichtet auf die ganze Industrie, verzichtet auf das ganze Gewerbe. Wie gesagt, zieht euer Büßerhemd an und pilgert zur Klimagottheit. Die ist wahrscheinlich, die hat ihren Olymp wahrscheinlich im Klimarat, im UNO-Klimarat oder so irgendetwas. Es lässt sich immer ein Olymp finden. Nun, was tut man in einer solchen Situation? Wie gesagt, mein größter Respekt gegenüber der Religion des Klimas. Wir haben die Prediger und Propheten. Wir haben den Prophet Balthasar auch im Bund. Wir haben weitere Propheten des Klimawandels. Wir haben Propheten in den Universitäten. Wir haben auch Sektenführer und Prediger. Vielleicht ist Balthasar eher Prediger als Prophet, was weiß ich. Aber das Problem ist, wenn wir unser gesamtes Leben nach dieser Klimareligion richten, dann wird es nur so gehen, dass wir eben das Büßerhemd anziehen, auf allen Wohlstand verzichten und nicht nach Canossa pilgern, sondern zum UNO-Hauptsitz, wo wahrscheinlich der Weltklimarat seinen Sitz hat. Und dann müssen wir auf die Knie fallen und das Gebet der Klimagottheit von uns geben.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht übertreibe ich ein wenig, aber es ist der Eindruck, den ich habe. Die ganze Klimaallianz ist politisch auch zu einer Religion geworden, zu einer religiösen Gemeinschaft, zu einer Sekte. Heute verbrennt man nicht unbedingt Frauen als Hexen. Heute wirft man in der Schweiz jedenfalls nicht Juden als Brunnenvergifter in die Brunnen oder tötet sie in Pogromen, weil sie ja den Klimawandel verursachen. Davon sind wir glücklicherweise noch etwas entfernt. Ich sage noch, die weiteren Entwicklungen sind noch offen. Wichtig erscheint mir Religion in allen Ehren. Aber wenn wir unsere Politik nach religiösen Sätzen auszurichten beginnen, wenn die Klimaallianz auf unsere Politik einwirkt, dann wird mit der Zeit das Büßerhemd durchaus aktuell. Ich danke euch fürs Zuhören.